Liebe Unterstützer, ich grüße Sie zu meinem neuen Video. Arbeit von Migranten soll bis zu 100% staatlich gefördert werden. Mit unseren Steuergeldern werden also wiederum Arbeitsplätze finanziert, die im Umkehrschluss keinerlei wirklichen Mehrwert bieten und auch keine wirkliche Zukunftsperspektive darstellen. Glaubt ihr nicht? Hier der Beitrag von René Springer von Seiten der AfD. Um aber einen fairen Blick auf die Aussage zu bieten, folgt im Video nach dem AfD-Standpunkt auch die Aussage der Antragstellerseite. Los geht's. Und der René Springer von der AfD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende Antrag der Grünen erinnert mich ganz stark an die berühmten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mit denen Arbeit bis 2012 staatlich subventioniert wurde, mit teilweise grotesken Folgen. So hieß es beispielsweise für ABM-Kräfte in Tierheimen, Tiere nicht füttern, nur streicheln. So sollte verhindert werden, dass durch die staatlich subventionierte Beschäftigung keine regulären Jobs verdrängt werden sollten. Auch die Grünen wollen in ihrem Antrag staatlich subventionierte Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Diese soll Langzeitarbeitslosen offenstehen, die länger als 24 Monate arbeitslos sind. Die Grünen nennen das sozialen Arbeitsmarkt. Groteske Folgen aber, wie beim ABM-Programm, wollen die Grünen jedoch vermeiden. Deshalb sagen sie, ihr sozialer Arbeitsmarkt soll explizit für alle Tätigkeiten in allen Betrieben offenstehen. Ja, ginge es nach den Grünen, hätten wir bald staatlich subventionierte Jobs in direkter Konkurrenz zu bestehenden Arbeitsverhältnissen. Und da frage ich Sie, was soll daran bitte sozial sein? Und um die Langzeitarbeitslosen für Arbeitgeber besonders attraktiv zu machen, soll der Staat bis zu 100% der Lohnkosten tragen. Hier müssten sogar die Wirklichkeitsverweigerer der Linken erkennen, dass dieses Programm vor allem Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor aus ihren Jobs verdrängen wird. Es ist die Reise nach Jerusalem auf dem Arbeitsmarkt. Irgendjemand steht am Ende immer ohne Job da. Und so stellt sich natürlich die Frage, was die Grünen zu diesem Unsinn bewegt. Wer soll eigentlich gewinnen, wenn am Ende immer irgendjemand ohne Job dasteht? Eine Antwort findet man im Antrag der Grünen nicht. Wohl aber in einem Gesetzentwurf der Grünen aus dem Jahr 2012 mit dem Titel Einrichtung eines sozialen Arbeitsmarktes. Dort heißt es, ich zitiere, Personen, deren Arbeitsverhältnis mit bis zu 100% förderfähig ist, müssen eine besonders komplexe Problemlage aufweisen. Darunter fallen den Grünen zufolge, kann man dort auch nachlesen, Menschen mit schweren persönlichen Krisen und Migrationshintergrund. Mir fallen da deutlich mehr als 1,5 Millionen Menschen ein, auf die genau diese Kriterien zutreffen, meine Damen und Herren. Richtig. Es sind die Migranten, die im Zuge der von Merkel verursachten und von ihnen allen beklatschten Asylkrise zu uns kamen und die nun zu einer unerträglichen Last für unser Sozialsystem werden. Schon im kommenden Jahr werden die meisten dieser Migranten als Langzeitarbeitslose in den Statistiken auftauchen und den Deutschen vor Augen führen, welches Unheil diese Bundesregierung über unser Land gebracht hat. Und um dieses Unheil zu kaschieren und die Arbeitslosenstatistiken zu beschönigen, soll nun ein sozialer Arbeitsmarkt her, der wahrscheinlich unzählige Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor aus ihren Jobs drängen wird. Verkäufer, Wachdienstmitarbeiter, Taxifahrer, Reinigungskräfte und Paketboten, herausgedrängt durch Zuwanderer, deren Jobs auch noch mit unseren Steuergeldern staatlich subventioniert werden sollen. Das, meine Damen und Herren, ist kein sozialer Arbeitsmarkt. Das ist sozialer Sprengstoff, der das Potenzial hat, unsere Gesellschaft zu zerreißen. Der Verteilungskonflikt an der Essener Tafel ist ein erster Vorbote einer solchen zerrissenen Gesellschaft. Und dieses Risiko ist da und dieses Risiko ist realistisch, selbst wenn der Antrag der Grünen heute nicht durchgeht. Denn im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD haben sich die Verursacher der Asylkrise bereits verständigt. Da steht,
Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit, 4 Milliarden Euro zusätzlich für neue Chancen in einem sozialen Arbeitsmarkt. Meine Damen und Herren, im letzten Bundestag wären Sie damit geräuschlos durchgekommen. Diese Zeiten sind vorbei. Mit der AfD im Bundestag wird es keine staatlich subventionierten Jobs für Zuwanderer in direkter Konkurrenz zu deutschen Arbeitnehmern geben. Eine massenhafte Verdrängung von deutschen Arbeitern durch Zuwanderer werden wir nicht zulassen. Hier im Deutschen Bundestag werden wir den kleinen Mann mit allen Mitteln gegen solche Pläne verteidigen. Die Alternative für Deutschland ist die parlamentarische Bürgerwehr für den kleinen Mann. Herr Kollege Springer. Sie sind ja zu Ende. Sie können sich jetzt wirklich setzen. Ich wollte nur freundlicherweise darauf hinweisen, dass die AfD noch nicht über die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag verfügt. Wie erwähnt, nun ein Beitrag der Antragstellerseite von Frau Beate Müller-Gemicke, Bündnis 90 Die Grünen. Den Antrag zum Thema neue Perspektiven für Langzeitarbeitslose findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Erwerbsarbeit sorgt nicht nur für Einkommen, sondern bedeutet mehr für die Menschen: gesellschaftliche Teilhabe, soziale Kontakte, Würde, Anerkennung, Wertschätzung. Und deshalb darf ein Sozialstaat niemanden alleine lassen, niemanden vergessen und auch niemanden aufgeben. Alle Menschen brauchen Chancen und Perspektiven. Die Realität sieht aber anders aus. Die Beschäftigtenquote ist zwar hoch, und doch hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt. Wenn Menschen aber dauerhaft vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, dann hat das Folgen, und das macht auch was mit den Menschen. Sie werden immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt, und viele empfinden das auch so. Und darauf geben die bisherigen arbeitsmarktpolitischen Instrumente keine Antwort, und genau das muss sich ändern. Es muss Schluss sein mit den kurzfristigen Programmen. Auch die Unterscheidung zwischen ersten, zweiten und gar dritten Arbeitsmarkt ist nicht die Lösung. Notwendig ist endlich ein Perspektivwechsel hin zu einem Arbeitsmarkt für alle. Und genau das haben wir ja auch bei den Jamaika-Sondierungen verhandelt. Und jetzt steht es im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Aber viele Fragen bleiben offen. Die Idee vom sozialen Arbeitsmarkt funktioniert aber nur, wenn auch tatsächlich die Rahmenbedingungen stimmen. Und deshalb geben wir Ihnen heute mit unserem Antrag die Anforderungen an einen sozialen Arbeitsmarkt mit auf den Weg. Erstens. Die geförderte Beschäftigung muss zu den Menschen passen, ihren Interessen, Fähigkeiten und auch Stärken entsprechen. Und deshalb muss das auch freiwillig sein. Zwang und Sanktionen darf es nicht geben. Zweitens. Im Koalitionsvertrag steht zu Recht, dass der soziale Arbeitsmarkt für gemeinnützige und auch für gewerbliche Betriebe offen steht. Es fehlt aber, dass die bisherigen Kriterien zusätzlich im öffentlichen Interesse und wettbewerbsneutral entfallen. Das ist aber zentral wichtig, damit sich auch wirklich alle Betriebe an der sozialen Integration von langzeitarbeitslosen Menschen beteiligen können. Und hier müssen sie unbedingt nachbessern. Und drittens und ganz wichtig: damit der Arbeitsmarkt tatsächlich für alle offen steht, muss die geförderte Beschäftigung zu einem dauerhaften Angebot werden. Und das geht eben nur mit einem Passiv-Aktiv-Transfer. Das heißt, die passiven Leistungen, Arbeitslosengeld II, Unterkunft, werden in einen Lohnkostenzuschuss umgewandelt. Denn nur so wird statt Arbeitslosigkeit tatsächlich Erwerbsarbeit finanziert. Aber genau das steht nicht, und zumindest nicht klar, im Koalitionsvertrag. Denn da steht nur, dass der Eingliederungstitel jährlich um 1 Milliarde aufgestockt wird. Das ist aber gerade mal die Summe, die den Jobcentern fehlt,
weil der Verwaltungshaushalt chronisch unterfinanziert ist. Und ich kann nur sagen, wenn das so kommt, ein sozialer Arbeitsmarkt ohne einen konsequenten Passiv-Aktiv-Transfer, dann ist das nichts anderes als eine riesengroße Mogelpackung, und das wäre nicht akzeptabel. Jahrelange und verfestigte Arbeitslosigkeit darf es nicht geben, und deshalb wollen wir Grünen eine solidarische Arbeitsmarktpolitik, einen Arbeitsmarkt für alle. Nur das entspricht einer inklusiven Gesellschaft, die nicht mehr ausschließt, sondern die Würde der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und genau daran werden wir sie messen. Vielen Dank.